Hier ist Naruto 1986 hier. Herzlich willkommen zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens, zu Part 11. Und jetzt geht's da weiter, wo wir auch aufgehört haben. Ja, komm! Verarsch mich jetzt nicht. Aber was? Oh, Mr. Potter, Engine Sneak. Ja, will ich. Ey, aber irgendwas stimmt nicht. Irgendwie muss ich da ja auch jetzt hinkommen, Alter. Was ist das für ein Mist gerade? Ach Gott. So, da muss ich jetzt hier hin? Okay. Da drüben will ich hin. Klar. Wer? Jetzt halt dich fest, du Panner, sonst ich dapp dir so in die Fresse, wenn du dich nicht hältst. Danke. Hä? Wie komme ich da jetzt hinten hin? Okay. So. Schnell hier die Tür auf momentan. Ach Gott. Hier waren wir schon, klar. Aber... ich geh mal gerade hier rüber und guck mal was, aber das kann jetzt sein, dass ich dann da irgendwie, hä? Aha, hier geht's noch weiter, okay. Halt dich fest, Junge, weil ich... Wenn du hier ein Ei anpackst, Alter, dann ist gleich kein Leben mehr. Hä, was ist das für ein Scheiß? Ernsthaft, wie komme ich da drüben jetzt hin, Alter? Verarscht ihr mich irgendwie jetzt gerade ein bisschen hier? Ja. So, schnell die Tür nochmal auf. Hier nochmal kurz durch. Hier, das kann jetzt irgendwas nicht stimmen. Hä? Sag nicht, dass es euer Ernst ist, dass ich da drüber hin muss jetzt. Da komme ich aber hier wieder raus, Alter. Was soll der Scheiß? Ernsthaft oder was? Hä? Klar, da brauche ich den, ja, super, da brauche ich den Wert in Minus, ey, komm. Leute, das ist nicht euer Ernst, da gleich kommt da nicht dran, oder was? Hm. Ich komme da ernsthaft nicht dran jetzt. Hm. Ich komme an die Bilderkarte nicht dran, weil ich den Wert in Minus dafür brauche. Ey, leckt mich doch, ey, das ist doch nicht euer Ernst gerade hier. Boah. Hi Ron. Harry, Krabby Goyle und Malfoy sind in der großen Halle. Sie haben sich für den Duellierclub angemeldet. Ja, schön. Welcher Lehrer wird da wohl unterrichten? Hoffen wir, dass es nicht Lockhart ist. Ich habe genug von ihm. Glaube ich. Das kannst du mir glauben. Das glaube ich. Wer hat von dem Penner nicht genug? Ich habe derbe genug von dem Penner. Was ist das jetzt schon wieder? Achso, Bibliothek. Nee, da war ich schon. Drinnen, da habe ich schon alles geholt, was gab.
nicht, ne? Das muss jetzt hier gerade nett sein. Okay. Nee, ich wollte gerade was gucken, deswegen. Das Geheimnis habe ich schon. Hä, wo ist Ron? Ach, da rennt er. Dann bin ich mal gleich gespannt. So. Ich finde natürlich beide Spiele richtig geil. Und Harry Potter. So. Harry, hast du gehört, dass Malfoy in der großen Halle jeden zum Duell herausfordert? Ja, und noch niemand konnte ihn schlagen. Ach, wirklich nicht. Warum gehst du nicht hin und forderst ihn heraus, Harry? Du bist doch so gut. Los, Harry, ich bin sicher, du kannst ihn schlagen. Naja, ich kann jeden schlagen, mein Freund. Duellier Club. So. So. Ja. Wenn das nicht der berühmte Harry Potter ist. Ja. Ein Duell? Ja. Da bin ich der Richtige. Los, Harry, du schaffst es. Ja. Achte lieber auf die Kerzen, Potter. In ihnen sind Bohnen. Ja, ja, brauchst du nicht mit drauf anlegen. Duelliert! Du willst dich mit mir anlegen? Okay, dann komm mal her. Ja, das war schon wahrscheinlich. Das war etwas gemein. Alter. Draco gewinnt diese Runde. Ja, ja, Draco soll die Schnauze halten, Alter. Ich verpasse ihm jetzt gleich so und tritt in seine behinderte Fresse in so. Ja. Duelliert. Ja. Nimm das, Alter. Fick dich, Alter. Denk an das, was ich dir beigebracht habe, Harry. Auf. Runde geht an Harry Potter. Tja, perfekt. Das hast du alles verdient, du Penner. Bereit? Ja. Duelliert! Dich. Expelliarmus. So. Wenn man glaubt, man hat das Spiel im Griff, kommt ein neues Hindernis. Friss das, Potter! Serpensortia! Ja, schön. Da war ich locker fertig. Oh, oh, oh. Du feiges Schwein, haut rab, Alter.
Scheiße, das Gift. Oh, Alter, ey, wirklich. Weil ich da nie weiß, wo die blöde Schlange das dahin spuckt, Alter. Ja, klar, ey, komm. Ey, ihr verarscht mich doch langsam, Alter. Was soll der Scheiß, Alter? Jawohl. Ja, wie so ein tänzelndes Punkt, wenigstens was. Ja, scheiße, ein Treffer noch, ich bin erledigt. Na komm. Ja. Nimm das jetzt. Drecksviech. Echt. Langsam hört sich auf. Rasend vor Wut und erregt zischend, glitt die Schlange direkt auf Justin Finch-Fletchley zu. Aber bevor sie ihn erreichen konnte, stürmte Harry nach vorn und schrie, weg von ihm! Zumindest dachte er, dass er dies rief. Oh, passt aber. Als er Justin ansah, wurde er mit einem bösen Blick bedacht. Was treibst du da eigentlich für ein Spiel? Die Schlange sackte zu Boden, friedlich wie ein dicker, schwarzer Gartenschlauch. Aber warum starrten Justin und alle anderen auch ihn an, als sei er der Teufel persönlich? Du bist ein Paselmund, Harry. Warum hast du uns das nicht erzählt? Harry hatte keine Ahnung, was ein Paselmund war. Also erklärte Ron ihm die Sache. Du kannst mit Schlangen sprechen, Harry. Hermine erklärte Harry, dass Salazar Slytherin dafür berühmt war, dass er mit Schlangen reden konnte. Die ganze Schule würde jetzt davon ausgehen, dass er der wahre Erbe Slytherin sei und damit auch verantwortlich für die Angriffe. Dumbledore war nicht in seinem Büro, als Harry dort ankam. Genau. Es war ein sehr interessanter Raum und Harry entdeckte auch den sprechenden Hut. Als er sich ihm näherte, sprach der Hut ihn an. Du fragst dich, ob ich dich in das richtige Haus gesteckt habe. Aber ich bleibe bei dem, was ich schon gesagt habe. Dir wäre es in Slytherin gut ergangen. Harrys Magen krampfte sich zusammen und er sagte dem Hut, dass er sich irren müsse. Plötzlich hörte er hinter sich ein merkwürdig würgendes Geräusch und wirbelte herum. Harry schrie vor Schreck auf, als der Vogel in Flammen aufging. Aber er wurde schöner als zuvor aus der Asche wiedergeboren. Dann ging die Bürotür auf und Dumbledore trat ein. Genau. Professor Dumbledore. Fox ist wirklich ein schöner Phönix, oder Harry? Harry nickte, war aber immer noch wie erstarrt von dem Anblick des in Flammen aufgehenden Vogels. Dumbledore erklärte ihm, wie faszinierend ein Phönix sein kann. Sie können unglaublich schwere Lasten tragen. Und sie sind außerordentlich treue Haustiere. Dumbledore fügte hinzu, dass er nicht daran glaubte, dass Harry die Leute in Hogwarts angegriffen habe. Und er fragte Harry, ob es etwas gäbe, was dieser ihm erzählen wolle. Harry dachte an die körperlose Stimme, die er gehört hatte. Und seine Angst, dass ihn irgendwas mit Salazar Slytherin verband, wuchs. Aber letztendlich sagte er nichts davon. Klar. Und Dumbledore begleitete ihn hinaus. Super. Jetzt, da alle wissen, dass du Pasel sprichst, denken sie, du bist der Erbe Slytherins. Aber du glaubst das nicht, oder? Natürlich nicht.
Du bist niemals der Erbe, Harry. Danke. Wir müssen den Vielsafttrank fertigstellen und beweisen, dass Malfoy der Erbe Slytherins ist, um deinen Namen reinzuwaschen. Ja. Ron, hast du die Haare von Krabby und Goyle? Ja, aber das war ganz schön schwierig. Okay, ich bin sicher, dass ich alles richtig gemacht habe. Wenn wir den Trank genommen haben, haben wir nicht mehr sehr viel Zeit, bevor wir uns zurückverwandeln. Was jetzt? Wir nehmen uns jede einen Becher Zaubertrank, fügen die Haare hinzu und trinken ihn dann. Mir ist immer noch ein wenig mulmig. Ja, mach doch. Ja. Speiert's halt noch oder nicht mehr? Ey, Leute, komm. Sag ich nicht, dass ich an der Stelle aufgehängt hatte. So, Leute, jetzt bin ich wieder da. Ich weiß nicht, was das jetzt gerade... Alles klar bei euch? Ja, unglaublich. Hermine, alles klar bei dir? Ja, alles klar. Geht ohne mich. Na, wenn du meinst. Wir sehen uns später wieder hier. Leute, ich weiß nicht, was das gerade eben war, aber jetzt läuft es gerade wieder. Ich weiß nicht, was das jetzt eben gerade von war, dass da jetzt überhaupt sich gar nichts getan hat. Okay, speichern, also perfekt. Ach. Super, endlich. Ich hab schon. Hermine hat gesagt, es könnte ein Problem sein, dass Krabby und Goyle größer und fetter sind als wir. Okay, ich versuche nicht über irgendwelche Löcher zu springen. Wir sollten uns beeilen, bevor die Wirkung des Vielsafttranks nachlässt. Klar. Wir müssen den Gemeinschaftsraum der Slytherins finden. Hoffentlich können wir einfach jemanden folgen. Da ist ein Slytherin, schnell! Folgen wir ihm! So ein Wichser. Ich flieg hier gerade auf die Fresse, der Typ. So, dann beende ich jetzt hier den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also bis gleich.